So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Someday You Will Return. Jetzt ist es soweit, jetzt werden wir endlich diese Tür betreten. Oh Gott, und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, sieht ja erstmal ganz gut aus. Was ist das immer mit diesen schwarzen... Naja. Ja, locked. Natürlich alles locked. Hier sieht's ja furchtbar aus. Ah, frische Luft. Natürlich kann ich hier nicht gucken, was da ist. Natürlich kann ich hier einfach mal nicht nachgucken. Oh, okay, können wir auch noch rein. 4, 3, 5. 4, 3, 5. Ich gehe erstmal hier gucken. I hope that I wouldn't see this infirmary again. Brings bad memories. Hä, also hast du das ja doch erlebt, Daniel. Ach, das ist die Krankenstation. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die doch verbrannt haben. Also die Jungs haben irgendwas gemacht in dem Camp. Also sieht halt nicht verbrannt aus, aber ich denke mal auch, dass Harter, dass irgendein Kind symbolisch für Harter stand und sie vielleicht verbrannt haben und hier vielleicht auch die ganzen Verbrennungen behandelt wurden, könnte ich mir vorstellen. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall... Achso, hier geht's wieder hier raus, okay. Warum? Warum? Warum können wir jetzt die ganzen Türen hier aufmachen? Werden wir gleich flüchten müssen? Aber mich wundert das halt einfach, dass er da so resigniert ist. Also, dass er dann halt sagt, ach so, ja, stimmt ja, das war keine schöne Erinnerung. Die ganzen verbrannten Kinder hier. Oh, und die waren das. Ach so, hätte ich das mal eher gewusst. Stella? Ja, dich interessiert immer nur Stella, Stella. Oh, Batterien? Warte. Aber wir, also unsere Taschenlampenbatterien gehen aber nicht runter, ne? Oder sind die jetzt für... Sind die für das Radio? Können Sie mal probieren. Oh, Tatsache. Hm. Aha. Gott, da hört man ja nichts. Wozu brauchen wir das jetzt? Soll das so sein, oder können wir einen Funkspruch absetzen? Aha. Was hat das jetzt zu bedeuten? Warum können wir das jetzt plötzlich machen? Tja, was gefällt mir besser? Fünf, eins, sechs. Ach stimmt, waren dafür die Zahlen gedacht? 3, 1, 5? Keine Ahnung. Wo war denn jetzt das andere Lied? Ach, was weiß ich. Okay, und sobald wir es ausmachen, ist es dann auch weg. Schade, ich dachte, wir können es jetzt mit düsterer Musik noch extra begleiten. Oh Gott. Please tell me
that this isn't true. Is this some sort of fucking prank? I'm gonna kill whoever did this. I gave it to her when she was here with me that first time. Oh nein, 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 nein. Fire. Oh Gott, willst du mich verarschen? Verbrennen die uns hier gerade? Oh Gott. Gott, Daniel, raus hier, raus hier, raus hier. Aua, aua, aua. Gas canisters, if they blow, trapped! Miss. Fuck. Ja, natürlich locked. Ist das verschlossen. Die olle Tür. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. No fucking way. Oh nein, nein, nein. Wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Wollen wir mit dem Tee vielleicht das Feuer löschen? Aua. Aua, aua. Ja, locked. Ist hier irgendwas? Können wir hier irgendwas benutzen? Oder was sollen wir tun? I gotta get through this door. Okay, aber wie denn? Wir haben keinen Schlüssel, wir haben nichts. Sag mal, gibt's hier keinen Feuerlöscher oder sowas? Aua! Aua! Oh! 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 Ups! Tja, Daniel, das war's wohl jetzt. Okay, fangen wir noch mal an. Sollen wir hier noch irgendwas mitnehmen oder so? Wie kommen wir denn durch die Tür? Aua, aua. Gas canisters. If they blow, trapped. Tja, da sind sie wohl explodiert. Ja. Ach hier. This one didn't go off yet. I'd have been splattered. Hier müssen wir durch. Ja, locked. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erst triggern, dass wir hier nicht durch können. No fucking way. Ach, das ist eine Gaskartusche, oder? Yeah, it's damaged. Absurd as it might sound, this is probably my only chance to break out of here. Was willst du das jetzt aufspringen? Oder? Oh oh. Gotta find some cover, quick. Ja, aber hallo. This looks like a safe spot. So schnell, 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 schnell. Oh, aua. Aua. Was? Ja. Alter. Diese Kinder einfach. Erleben wir das jetzt wieder oder... Also es muss ja eine Art Erinnerung sein. Hier, und guck mal. What the fuck? Hm. Ungünstig. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Okay. What the fuck's with these hands? Wir sollen irgendwas usen.
Was ist denn? Ist das jetzt alles hier verflucht oder? Kann ich hier drüber gehen? Nee, ne? Oder haben die irgendwas ausgelöst, die Jungs? Wurden die vielleicht selber heimgesucht von irgendwas und sind deswegen auf diese tolle Idee gekommen? So, was soll ich jetzt hier machen? Der Kanister war ja auch so gut versteckt. Was soll ich mit euch machen? Oh, verstehe. Looks heavy enough. Jetzt gibt's was auf die bösen Finger. I must get the fuck out of here. Alter. Au, 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 au. Alter. I made it. But where am I? Was geht denn hier ab? Und das sind die Jungs, oder? Das sind sie. Wie komme ich jetzt hier runter? Alles zu. Alter. Es hat sich eine Kriegsstätte hier verwandelt. Die Inquisitors haben uns den Kampf angesagt. Hier sieht alles noch aus wie vorher. Daniel, warum hast du Herzschlag? The exit from the camp is behind the black, the whatever this is. I don't want to risk even touching that stuff. Wieso? Nee, das machen wir nicht. Ah. Natürlich ist da. Natürlich können wir hier nicht vorbei. Scheiße. Alter. Shit. Something is here with me. Toll. Sind die jetzt alle verflucht oder? Ja, natürlich ist hier versperrt. Der Typ kann hier durchspazieren, wie er lustig ist, ne? Was ist das? Was bist du? Sieht irgendwie aus wie ein Camp-Mitarbeiter, ne? Oh Gott, an dem. Ich muss jetzt nicht an dem vorbei, oder? Wo ist er? Tja, da war er fort. Auch nicht schlecht. Alter, was ist denn hier passiert? Was habt ihr denn hier gemacht, Jungs? Da gibt's aber ordentlich Schimpfe, wenn ich euch in die Finger kriege. Können wir auch nirgendwo lang einfach. Alles zu mit diesen widerlichen Viechern. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie drüber. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie... ja, oben drüber. Okay. Alter. Jungs, das ist jetzt echt kein Spaß mehr. Aber ich vermute mal, das ist alles schon passiert. Und wir erleben es einfach nochmal neu. Und hier ist Mura. Das Eber-Skelett-Tier irgendwas. Alter. Das sind die Viecher, denen sind wir schon mal im Wald begegnet. Und ich glaube, dass es die Kinder sind.
Das sind ja nicht nur irgendwelche Viecher, das sind die Kinder, die entweder verflucht wurden oder deren dämonische Geister jetzt hier rumgurken. Was? Tutorial, you are not alone. Schön. Du kommst in ein gefährliches Areal, die gefüllt ist mit Entitäten, die dich verletzen können. Super. Also am besten sollten wir crouchen und versuchen, nicht mit ihnen zusammenzustoßen. Du hast eine höhere Chance, nicht gesehen zu werden, wenn du crouchst. Zu viele Geräusche, während du rennst. Or revealing yourself to these entities can be deadly. Okay, die dürfen uns halt nicht hören. Wir sollen uns gut umhören. Wir wissen nämlich nicht, wo sie sich verstecken. Ja, toll! Toll! Das nimmt ja ungeheure Ausmaße an. Aber was für Geräusche machen die denn? Sehen die meine Taschenlampe? Na gut, ich sehe eigentlich genug. Ein Bonbonpapier. Warte, wo ist das Bonbonpapier? Komme ich nicht lang. Arschlöcher. Ihr Elenden. Okay. Da oben können wir lang. Können aber auch unten lang. Ich finde das auch furchtbar, dass ich die gerade überhaupt nicht sehen kann. Wo sind die denn? Ein Fleischklops. Mit, ja. Was? Das sind Kinderschreie. What an abomination. Is that some sort of beating heart? It's definitely connected to the black traps below. Maybe if I destroyed it. Shit! What was that? Gotta hide. Ach, die Kinder sind das hier. Okay, hier müssen wir was finden. Siehst du mich hier oben? Nee, ne? Ja. Au. Gott, wo soll ich denn hin? Du siehst mich nicht. Felsen ist groß genug. Uah! Gott, die sind ja überall, die widerlichen... Oh, diese widerlichen Kinder. Ist auch noch was. Was ist aus diesem wunderschönen Spiel geworden? Es war doch so schön hier im Wald. Oh, jetzt bin ich erschrocken.
Können ja mal eine kleine Abkürzung nehmen, ne? Sag bloß, hier komme ich nicht hoch. Oh. Ich würde aber alle meine 7 Sachen packen und dann weg hier. Scheiß drauf, da würde ich auch irgendeinen Berg hochklettern. Das wäre mir scheißegal. So, okay. Wo müssen wir hin? Gott, hier ist doch irgendwo jemand. Hier hoch können wir, glaube ich, noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Ih, ist das eklig hier. Also jetzt bin ich mir ziemlich sicher, die Kinder haben damals irgendwas angezündet und dann ging das hier richtig los. Die haben irgendwas geweckt oder irgendwas heraufbeschworen. Ah, da ist noch was. Noch so ein Fleischberg. Was jetzt dafür sorgt, dass es hier nicht unbedingt sicher ist. Oh Gott. Oh Gott. Sind das Eiterblasen oder was ist das? Someone destroyed the heart with that totem thing. Looks like I'm not the only one trying to get out of this mess. Ach so, damit können wir das zerstören. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Hm. Naja, ich bleib jetzt hier außen, ne? Also das war ja ziemlich sicher. War ja eigentlich ein ziemlich sicherer Weg. Oh Gott, das in der Mitte. Was ist das denn? Ich will es gar nicht wissen. Ich, sind wir schon so weit gekommen. Es gab auch noch kein Speichern-Symbol, deswegen bin ich da lieber vorsichtig. Ich habe keinen Bock, jetzt hier zu sterben und dann alles nochmal machen zu müssen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich glaube, die laufen nur in der Mitte rum. Ich glaube, sie bewegen sich im Rudel fort. Oh Gott. Nee, das sind definitiv die Kinder. Das sind definitiv diese paar Jungs, die Inquisitors gespielt haben. Ich weiß nicht, vielleicht hat Stanislav auch was damit zu tun, der diese komischen Figuren gebastelt hat. Oder er versucht, das Ganze zu stoppen, weil er vielleicht weiß, wie es geht. Weiß es nicht. Ah ja, hier geht's nicht lang. Gut. Hier war doch irgendwo einer, ne? Ist doch vor uns irgendeiner rumgelaufen. Hier genau bei dem... Ist der doch da? Wo war denn dieses Scheißding jetzt? Wo war dieser Fleischklops? Ich glaube, ich muss noch ein Stück. Ich muss noch ein Stück in die Richtung, ne? Ja, hier war irgendwo dieses komische Bonbonpapier. Da bin ich, glaube ich. Ich glaube, ich muss noch ein Stück zurück.
finde ich natürlich nicht so geil. Hier genau ist das Bonbon-Papier. Hier verstecke ich mich. Hier kam ich irgendwo hoch, ne? Hier genau. Kann ich euch nicht einfach zerstören? Ich hoffe, dass ich... Oh Gott, es gibt bestimmt noch mehr davon. Nimm das. Oh, warte. Ha, nochmal. Nimm das. Traps are dying. I can cross to the other side now. Schön. So, warte, wo sollte ich hin? Nach draußen, ne? Aber die Viecher laufen hier ja immer noch rum, oder? Sind bloß diese Fallen halt weg? Kann ich auch zum Bonbonpapier. Habe ich mir nämlich gemerkt. Warte mal. Hier, genau. Hey, die sind ja immer noch da. Das nehme ich noch mit. Hä, nee, warte mal. Wo musste ich denn jetzt hin? Ich muss ja zum Ausgang. So, Fallen im Sinne von A, verstehe, ja. Ich muss zum Ausgang und der ist in dieser Richtung. Zur Not renne ich einfach. Zur Not rennen wir einfach. Das hat es ja zumindest schon einmal gespeichert. Was gut ist, glaube ich. Das ist eklig. Go, 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 go. Ich bin angespannt bis aufs Mark gerade. Weil du halt auch nicht siehst, wo die sind. Scheiße, 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 scheiße. Ach, die sitzen auch dort oben rum. Toll. Tja, hau da mal ab jetzt hier. Finde ich nicht so cool.
Alter, die sind ja überall. Ach, da ist noch eins. Ah, da muss ich hoch. Okay. Natürlich. Ach, scheiße. Nein, nein, nein. Kann ich da nicht einfach hochrennen? Oh, shit. Go, renn, 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 renn. Au, au, au. Fuck you einfach. Oh Gott, mein Herz. Mein armes, armes Herz, Alter. Wie krank das einfach wird jetzt. Tja, wie machen wir das? Ich meine, wir könnten eventuell auch einfach außen rum gehen. Vielleicht klappt das ja auch. Ich dachte, wir müssten da noch eins zerstören. Aber da wäre es vielleicht sinnvoll, auch von der anderen Seite zu kommen. Man hat ja gesehen, das ist ja voll von denen dort. Die bewachen das ja. Oh nee, sag jetzt nicht. Muss ich das jetzt alles nochmal machen? Ah, nee, gut. Ich hab dieses Ding. Renn, 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 renn. Renn doch einfach um dein scheiß Leben. Daniel, du Idiot. Aua. Ja. Renn. Renn dahin. Quick, before they find out about me. Haben sie ja schon. Und nochmal. Sterben die dann? Nee, die sind ja immer noch da. Die sind ja immer noch da. Okay, lass mal überlegen. Sieht man das schon ungefähr, wo das nächste sein könnte? Ja, der krabbelt jetzt da drauf, ne? Ja. Natürlich. Natürlich, natürlich sicher, Digga. Siehst mich aber nicht von dort oben, ne? Oh, hier bin ich, ja. Nee, 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 du siehst mich gar nicht. Gar nicht siehst du mich. Hä? Hä? Ich gehe jetzt einfach hier immer außen lang. Soweit das geht. Ist halt auch echt eine Glückssache hier gerade. Oh, was? Hallo? Ich steck fest. Ich hab mich festgebackt. Scheiße! Hilfe! Daniel! Ja, natürlich. Ja, jetzt komme ich hier nicht raus. Ist natürlich ungünstig. Hallo, kann mich mal jemand töten? Oh, ist das nervig. Ja gut, dann mache ich hier vielleicht einen Schnitt und melde mich wieder, wenn ich, oder weißt du, nee, wir machen das anders. Wir laden mal den letzten Speicherpunkt. Genau, so machen wir das. Und dann geht's auch schon weiter. So, bitte sag, ja, gut,
Gut, gut, gut. Achso, haben wir das jetzt schon zerstört? Aua! Haben wir das jetzt schon zerstört? Oder nicht? Hier hatten wir den Dolch her. Oh Gott, ich weiß irgendwie schon gar nicht mehr, wo wir sind hier. Auf jeden Fall immer schön nach oben lunschen. Und gucken, wo diese Dinger sind, die wir vernichten müssen. Das haben wir schon vernichtet, ne? Ja. Hä? Dann können wir jetzt nicht einfach aus dem Camp rausgehen. Muss doch irgendwie möglich sein. Da ist er. Kannst du mal weggucken? Sieht er mich? Hä? Nee. Gut. Ich will einfach nur raus aus diesem fucking Camp hier. Es ist furchtbar hier. Alter, und hier ist alles eingestürzt. Tiefe Schluchten. Oh Gott. Hier können wir auch gar nicht durch. Na toll. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, Daniel. Jetzt muss ich an dem Racker hier vorbei. Na toll. Noch einfach nur hier raus. Ah, hier ist das Ding. Es ist schon kaputt. Ist schon kaputt. So ist der Dude. Wo bist du, Dude? Alter. Der hockt immer noch da oben. Ist natürlich echt ungünstig. Oh nö, wie komme ich denn an dem vorbei? Komme ich da durch? Natürlich geht's hier nicht lang. Fuck, nee, das geht nicht. Das wird nix. Kann ich hier nicht einfach durchrennen? Oh, ihr Ärsche einfach. Ihr Ärsche. Nee, ich muss dort rum. Hm? Oh, ist das... Oh, das regt mich so auf. Okay, ganz ruhig bleiben. Es könnte ja auch einfach mal speichern, sobald wir so ein Ding kaputt gemacht haben. Aber ich glaube, das macht's auch. Ich bin mir halt nicht sicher. Du siehst mich nicht. Okay. Das haben wir auch kaputt gemacht. Genau, da bin ich ja hergekommen. Hier müssen wir an ihm vorbei. Nein, du siehst uns nicht. Was ist das denn? Ach, schön. Gitarrennoten, die will ich jetzt am allerwenigsten. Ich will jetzt endlich einen Weg hier rausfinden.
Dafür wäre es echt nice, wenn der Typ hier einfach mal verschwindet. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Echt nicht. Ich habe mich hier total verlaufen. Hier ist auch noch eine Höhle. Hier geht es nicht weiter, ne? Hä, wie bin ich denn vorhin gegangen? Wo bin ich denn überhaupt? Ich halt einfach nochmal zurück und orientiere mich mal kurz. Ich muss halt dahinter. Aber wie? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich glaube, das war auch der Weg, den wir gehen mussten. Lebst du oder brennst du schon? Da sind sie. The exit from the camp is behind the black whatever this is. I don't want to risk even touching that stuff. Achso, hier können wir uns verstecken. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ach, da oben ist noch so ein Ding. Fuck. Schön, da bin ich ja letztens, da bin ich ja gestorben, ne? Aua. Renn, renn, renn. Au. Wo soll ich hin? Wie komme ich denn da hin, Alter? Hier ist alles zu. Ich renn jetzt einfach. Renn. Renn da hoch oder so. Before they find out about me. Bam. Oh Gott, wird das eine lange Folge. Natürlich geht's hier nicht lang. Aber ich habe die jetzt schon gekillt, ne? Wenn ich hier jetzt hier... Dann sind die weg. 100 pro gibt's hier noch eins. Ah, jetzt sind die tot. Gut. Sind wir jetzt endlich... Haben wir es jetzt endlich geschafft? Bitte sag mir, dass wir es endlich geschafft haben. Oh. Hier bleibe ich. Hier sieht es mir am sichersten aus. Oh, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. This is insane. Ja, aber hallo. Und ich glaube, ich muss jetzt hier auch mal die Folge beenden. Alter Schwede, habe ich aber ganz schön lange gebraucht. Aber das war auch einfach nervenaufreibend. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht hat euer Herz gerade ja genauso gerast wie meines. Und vielleicht wird es in der zweiten Folge noch weiter rasen.
Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und sage bis dahin, macht's gut und tschüss.